Herzlich willkommen zum Video-Tutorial. 5 Zeitspartricks und Tipps rund um Ihre Outlook-Termine. Heute geht es um das Thema: So steuern Sie gezielt im Outlook-Kalender einen Termin in der Zukunft an. Sie haben zum Beispiel einen Termin vom 10. bis 13. September 2013 und ich zeige Ihnen, wie Sie das am schnellsten anstellen können, diesen Termin zu finden. Dazu gibt es in Outlook eine Funktion, die nennt sich Gehe zu. Diese Funktion wird aufgerufen mit Steuerung und G und Sie können jetzt in den markierten Bereich einfach 10.09.2013 eintragen und können hier wählen zwischen Tageskalender und Wochenkalender. Wir nehmen mal Wochenkalender und bestätigen. Sofort befinden wir uns in der Woche vom 9. bis 15. September 2013. Diese Funktion Steuerung G gibt Ihnen aber auch noch die Möglichkeit, zu einem Termin nach einem bestimmten Zeitintervall zu springen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie einen Termin in 8 Monaten suchen. Dann rechnet er von dem heutigen Tag an, 8 Monate, und wir befinden uns dann in der Woche vom 28. bis 3. April 2011. Wir springen 2 Jahre in die Zukunft. Dabei ist es unerheblich, ob Sie Groß- oder Kleinschreibung bevorzugen. 2 Jahre von jetzt abgerechnet, das ist der Juli 2012. Sie können auch die nächste Woche eingeben. Und dann springt er in die Woche vom 2. bis 8. August 2010, und zwar zu dem 5. August, dem Donnerstag. Wenn Sie jetzt einen Donnerstag in 6 Wochen wollen, dann schreiben Sie einfach 6 Donnerstag und er springt auf den 9. September. Und wenn Sie einen Termin einfach in 14 Tagen haben möchten, dann springt er Ihnen zum 12. August. Sie können das selber weiter testen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg.